Ihn gibt es wirklich. Ihn könnte es zumindest gegeben haben. Er ist wohl eher der menschlichen Fantasie entsprungen. Und ihn gibt es gleich zweimal. Michael Moll ist der Hausmeister des Kasseler Atheneums und gleichzeitig Vorbild für ein Ausstellungsstück. Eigentlich geht es in der neuen Schau des Kasseler Naturkundemuseums um die Kryptozoologie, also die Wissenschaft vom verborgenen Lebewesen. Das Seeungeheuer von Loch Ness wurde hier aus Silikon nachgebaut. Für angebliche Beweisfotos hat man ganz banale Erklärungen. Auch für seine Existenz fehlen belastbare Beweise. Bigfoot, der behaarte Riese aus den Wäldern Nordamerikas. Seine 60 cm langen Fußspuren, vermutlich Fälschungen. Dennoch haben Wissenschaftler ihr Leben der Bigfoot-Suche gewidmet, sind auf Phantomjagd gegangen. Zyklopen, Drachen oder Einhörner. Seit jeher berichten die Menschen von abenteuerlichen Kreaturen. Glaubt man den Erzählungen der alten Seefahrer, wimmelt es in den Ozeanen nur so von Monstern. 10 Meter lange Riemenfische. Riesige Seeschlangen, die den Fischern förmlich das Fürchten lehren. Alles nur Seemannsgarn? Oder sollten in den unerforschten Tiefen sogar die Dinosaurier überlebt haben? Ganz ohne, dass die Menschen es bemerkten. Diesen mehrere Meter großen Riesenkalmar gibt es wirklich. Der übergroße Tintenfisch lebt im Dunkel der unerforschten Tiefsee. Auch der Riesenmaulhai wurde erst 1976 entdeckt. Das macht den Kryptozoologen Hoffnung. Wenn ein Fabelwesen so lange unentdeckt blieb, dann vielleicht ja auch andere. Streift womöglich der Orang Pendek noch heute durch Sumatras Wälder? Wie eine Mischung aus Mensch und Orang-Utan, aber nur wenige Zentimeter groß. So könnte er vor gut 12.000 Jahren ausgesehen haben. Vielleicht spüren Forscher ja irgendwann doch noch eine Gruppe tasmanischer Beutelwölfe auf. Die Tiere gelten seit 1936 als ausgestorben. Spannend, diese Kryptozoologie. Und längst nicht so abwegig, wie man meinen könnte. Monster, noch bis Oktober 2013 im Kasseler Atheneum.